Zitieren ist schon eine Wissenschaft für sich. Je nach Zitierstil und Art der Quelle gibt es ganz unterschiedliche Regeln dafür. Und was das Ganze noch schwieriger macht, digitale Quellen werden in den Einführungskursen manchmal gar nicht behandelt. In der Wissenschaft sind in Abhängigkeit von der jeweiligen Fachrichtung oft hauptsächlich Printmedien in Verwendung und werden auch in der Regel bevorzugt. Allerdings gewinnen digitale Ressourcen zurzeit stark an Relevanz, sind oft leichter zugänglich und immer verfügbar. Da das Internet für uns alle Neuland ist und sich auch vor allem ständig verändert, gibt es noch keine einheitliche Zitierweise. Dieses Video ist daher auch nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern eher eine Empfehlung, wie Internetquellen zitiert werden können. Ob sie auch zitiert werden sollten, ist eine Frage der Zitierwürdigkeit. Dazu haben wir schon mal ein anderes Video gemacht. Für das Literaturverzeichnis macht es formal gar keinen so großen Unterschied, ob eine analoge oder eine digitale Quelle zitiert werden soll, denn für alle Arten von Quellen gilt, dass sie nachvollziehbar und vollständig angegeben werden müssen. Alle relevanten Informationen wie Autor, Autorin, Titel, Erscheinungsdatum etc. müssen aus der Literaturangabe hervorgehen. Dabei orientiert man sich am für die jeweilige Fachrichtung üblichen Zitierstil, der zum Beispiel vorgibt, was in der Literaturangabe an welcher Stelle steht und ob Zitate im Fließtext oder in der Fußnote auftauchen. Das ist für dieses Video erstmal zweitrangig. Ganz besonders wichtig für digitale Quellen ist allerdings, dass URL und Abrufdatum angegeben werden, damit man aus dem Literaturverzeichnis direkt auf die Quelle zugreifen kann, ohne umständlich recherchieren zu müssen. Das Abrufdatum soll belegen, zu welchem Zeitpunkt zuletzt auf die Quelle zugegriffen wurde, also wann sie zuletzt nachweislich zugänglich war. Noch besser ist es, einen sogenannten Persistent Identifier anzugeben, also einen dauerhaften Link, quasi eine Art ISBN für digitale Ressourcen. Von solchen Identifikatoren gibt es verschiedene, aber der DOI, kurz für Digital Object Identifier, scheint sich durchzusetzen. Zur Quelle kommt man dann entweder über den DOI-Auflöser auf www.doi.org oder direkt über dx.doi.org/gefolgt-vom-DOI. Da der Link persistent ist, muss zusätzlich kein Abrufdatum mehr angegeben werden. Wenn, wie in den meisten Fällen, kein Persistent Identifier vorhanden ist, muss man sich mit URL und Abrufdatum begnügen. Okay, sehen wir uns mal ein paar Beispiele an. Ein E-Book lässt sich genauso zitieren wie ein richtiges Buch. Also unter Angabe des Autors oder der Autorin, des Erscheinungsjahrs und des Titels. Der Zusatz E-Book in eckigen Klammern vermeidet Verwechslungen mit der Printausgabe. In diesem Beispiel Freiheit als Kritik, Sozialphilosophie nach Foucault ist beispielsweise ein persistenter Link als DOI vorhanden, also wird dieser am Ende der Literaturangabe ergänzt. Dabei nicht vergessen, den Abschluss einer Literaturangabe bildet immer ein Punkt. Probieren wir das mit dem DOI doch gleich mal aus. Einfach die Zahlenfolge kopieren und auf der Seite www.doi.org in das Suchfeld eingeben. Und schon haben wir das gewünschte Buch. Bei Online-Artikeln verhält es sich ebenso wie bei ihrem analogen Äquivalent. In diesem Beispiel haben wir einen Artikel aus der Online-Ausgabe der Zeit. Aus der Bezeichnung Zeit Online geht bereits hervor, dass es sich um eine digitale Quelle handelt. Ist das nicht der Fall, sollte der Verweis auf die Online-Ausgabe in eckigen Klammern ergänzt werden. Bei einem Zeitschriftenartikel kann es zudem sinnvoll sein, nicht nur das genaue Datum der Veröffentlichung, sondern auch die Uhrzeit anzugeben. Da bei Artikeln in nichtwissenschaftlichen Zeitschriften in der Regel kein persistenter Link vorliegt, muss sich mit URL und Abrufdatum beholfen werden. Manchmal ist der Autor oder die Autorin aber auch unbekannt. In diesem Fall kann die Zeitschrift selbst als Autorin angegeben werden. Ihr Name erscheint dann zweimal in der Literaturangabe. Auch Blogartikel können für wissenschaftliche Arbeiten interessant sein. Erscheint der Autor oder die Autorin nicht mit Klarnamen, kann auch sein oder ihr Pseudonym angegeben werden, wie in diesem Beispiel. Nach dem Titel folgt der Zusatz Blogartikel in eckigen Klammern und dann der Name des Blogs, gefolgt von den üblichen Angaben. Hyperlinks sind übrigens per Rechtsklick zu entfernen. Vielleicht soll in einer Arbeit aber auch ein Beitrag aus einem sozialen Netzwerk zitiert werden. Nehmen wir mal zum Beispiel diesen Tweet von The Fußball-Linguist. Weil wir nicht wissen, wer hinter dem Profil steckt, wird auch hier der Benutzername angegeben. Da es keinen Titel gibt, kann man alternativ die ersten Worte des Tweets angeben, mit dem erklärenden Zusatz Tweet in eckigen Klammern. Twitter ist ein so schnelllebiges Medium, dass hier auf jeden Fall nicht nur das Datum, sondern auch die Uhrzeit angegeben werden muss. Außerdem sollte man darauf achten, nicht aus Versehen die URL des gesamten Profils zu kopieren, sondern die des zitierten Tweets, indem man diesen noch einmal extra anklickt. Und noch ein letztes Beispiel aus Gründen der Selbstreferenzialität: Videoclips. Beispielsweise schicke Erklärvideos auf YouTube. Unser letztes Video wurde über den Account von Alexander Lasch hochgeladen. Da die Autorinnen aber genannt sind, können sie auch in die Literaturangabe übernommen werden. Ist das nicht der Fall, taucht wieder der Benutzername auf.
Den Verweis Videoclip nicht vergessen. Man könnte der Genauigkeit halber noch YouTube als Veröffentlichungsplattform ergänzen, was aber auch aus der URL hervorgeht. Uploaddatum, URL und letztes Abrufdatum, für den Fall, dass das Video in der Zwischenzeit wieder gelöscht wurde. So, das waren ganz schön viele Beispiele. Hier nochmal die Zusammenfassung. Vor der Nutzung einer Quelle ist erst einmal ihre Zitierwürdigkeit zu prüfen. Wir verlinken mal im Abspann ein Video dazu. Wie bei anderen Quellen auch, müssen alle relevanten Informationen angegeben werden. Ob zum Beispiel der Verlag angegeben wird und was in welcher Reihenfolge steht, regelt der jeweilige Zitierstil der Fachrichtung. Bei digitalen Quellen müssen zusätzlich entweder URL und Datum oder ein Persistent Identifier angegeben werden. Das war's mal wieder. In der Videobeschreibung verlinken wir ein PDF mit noch mehr Beispielen, die in diesem Video keinen Platz gefunden haben. Außerdem freuen wir uns über Anregungen und Ergänzungen.